Jeder im Rettungsdienst tätige Mitarbeiter wird es nachempfinden können, wenn ich euch das jetzt erzähle. Es ist mal wieder nachts, ich habe Dienst auf dem Rettungswagen und wir werden alarmiert zu einem chirurgischen Notfall. Nichts Näheres bekannt, kommen dahin, ist ein Mehrfamilienhaus, vierter Stock, ohne Fahrstuhl. Ist so ein Altbau gewesen von 1900, schieß mich tot. In einem Hamburger Stadtteil, der ist halt eben sehr, mit den Gebäuden sehr alt, sag ich mal, betucht. Ja, kommen da an und was sehen wir? Eine ungefähr 180 Kilo schwere Person mit Rückenschmerzen. Kann sich nicht bewegen, liegt nur im Bett rum. Ja, mein Kollege und ich haben alles ausprobiert, was in unserer Macht stand. Und es hat leider nicht geholfen. Also haben wir uns den NEF nachgefordert, zwecks Analgesie. Ne? Die Person musste dann halt eben Schmerzmittel bekommen, sonst hätten wir sie da nicht runterbekommen. So, dann kam das NEF, die kam zu dritt. Es war noch ein Arzt im Praktikum drauf. So, das heißt, wir waren insgesamt 5 Leute am Einsatzort. Die 2 Jungs vom Rettungswagen, also mein Kollege und ich, plus die 3 Jungs quasi vom NEF. Und da haben wir gedacht, gut, alles klar, zu 5 kriegen wir sie schon runtergewuppt. Ja, Schmerzmittel gegeben, Patient versorgt soweit, wurde ein bisschen abgeschossen mit Ketamin. So, hat nur so ein bisschen rumgejammert quasi, so ein bisschen wirr, aber war halt eben schmerzbefreit. Auf die Trage. Und dann das Treppenhaus runter. So, wir hatten alle natürlich tierisch Rückenschmerzen. Also wir hatten dann auch Rückenschmerzen. Rein in den Rettungswagen und fahren dann zum Krankenhaus. In der Zwischenzeit ist das Ketamin aber schon wieder so verflogen gewesen, weil wir halt eben auch einen Augenblick gefahren sind, sodass der Patient einigermaßen wieder klar im Kopf gewesen ist. So, wir kommen am Krankenhaus an, wuchten dann die Trage daraus und alles, ne? Und richtig Aua schon im Rücken. Also meine Kollegen und ich natürlich. In die Notaufnahme und der Notarzt macht dann die Übergabe dort am Tresen. Bla 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 bla, wir machen die Trage ein bisschen runter, lösen die Gurte. Was macht der Patient? Steht auf und sagt, wo kann ich unterschreiben, mich selber entlassen? Und dann sagt der Notarzt, ich dachte, Sie hatten so schwere Rückenschmerzen. Und dann sagt der Patient allen Ernstes, ja, ich dachte ja, Sie kommen vorbei und spritzen mir die Rückenschmerzen einfach weg. Ins Krankenhaus wollte ich aber nicht. Ja, und konnte natürlich wunderbar laufen, der Patient. Also, was lernen wir da draus? Macht euch immer schon mal gleich einen Überblick, was der Patient tatsächlich will. Nicht, dass ihr nachher auch noch so beschissen überrascht werdet, wie wir es wurden. Da krieg ich so einen Blutdruck, doch!